Herzlich willkommen. Was Neues. Was Neues. Was Neues. Simon, Nils, Etienne, der Dienstag am Dienstag. Zufall? Nein, das haben wir extra so genannt. Den Dienstag. Ja. Ja. Seit Silvester habe ich keine Wohnung mehr, weil du sie angezündet hast. Nein, also angezündet. Gut. Jetzt geht's in Cyberspace. Das ist die Zukunft. 4 Grad. So fühlt sich die Zukunft an. Wach auf. Nein, lass mich schlafen. Bleib da. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody oder ruhmreich einen Haufen geben? Guckt euch mal diese herrliche braune Wurst an. Ein Strahl, der dir direkt in den Anus schießt. Als ich es gemacht habe, habe ich es nicht ausbekommen. Und dann war es halt die ganze Zeit dann in meinem Gesicht. Also es ging vom Arsch ins Gesicht rein. Das gute Arschwasser. Eine Frage. Haben die unten eine Kamera, die quasi dein Loch anvisiert und dann genau da rein? Weil das ist ja nicht überall gleich. Also du musst ein bisschen Rutschfähigkeit mitbringen im Po. Oh, Poperze, los schießen! So ein Rosettentaster. Finde das Arschloch. Ich habe auch gelesen, dass der Code manchmal in der Toilette zu finden ist. Was unfreiwillig komisch ist, weil es natürlich im Englischen den Witz nicht gibt, aber im Deutschen. Wenn du nur Frodos da vorne hast, warum spiele ich immer lange Bälle? Ja, also, ich jetzt mal ganz im Ernst, weil die hatten eigentlich, ja, die haben ja aber Boromir und Aragorn im Kader und auf die ist das ausgelegt. Aber die sind ja nun mal nicht da. Jetzt hast du die beiden Hobbits wie in Teil 3, die ja durch Mordor spazieren. Das ist halt einfach so. Heute Morgen die 2 Sicherheitsleute vom Sender, beides Union-Fans, glaub mal, war ein scheiß Morgen für mich um 4 Uhr morgens. Gut, dass die Union-Fans sind, ne? Stell dir mal vor, die Sicherheitsleute wären Werder-Fans, die würden ja jeden durchlassen. Alter, sag mal. Ich finde übrigens auch, dass wir den richtigen Präsidenten haben. Gesagt haben. Das, bitte was? Genau, genau, den meine ich. Muss der 2 negative Tests vorweisen können. Und das, die haben ja irgendwie am Donnerstag. Schalke kann ja ein negatives Ja vorweisen, reicht das nicht auch? Ja, da war ja hinterher das Interview mit dem Ball. Da wurde ja der Ball gefragt, warum bist du nicht reingegangen? Und hat der gesagt, ja, sorry, ich war abgelenkt. Ich hab mir gerade ausgedacht, das ist ein guter Witz. So, wo ist damit, das? Ich würde jetzt gehen wollen. Die sind selbstbewusst, die haben ein System gefunden, was für sie funktioniert. Da ist Harmonie. Da heißt Ovoni, nicht Harmonie. Wer? Ovoni, das stört mal. Ovoni, ja. Jetzt mache ich auch mal so einen Witz und jetzt ist peinliche Stille. Vielen Dank dafür. Und ich kann mir eigentlich keinen Anlass vorstellen, wo ein Orangenballon nicht angebracht wäre. Also aber auch ein bisschen ein Ballonsakt. Oh. Da. Ja, nee, zeig den ruhig. Das muss schon sein. Das muss schon sein, Fabian Krane. Humor ist erlaubt heute Abend. Wir feiern ja! Also ich kann dazu sagen, meine Orange schmeckt wunderbar und war ein schlauer Move vom Imposter. Mhm. Amen. Hier zum Beispiel die Orange oder drüben die Kiwi. Gibt ja auch mal so Leute, die Kiwi-Haut mitessen und sich fragen, ja, warum denn nicht? Und dann denke ich mir auch, ja, warum denn nicht? Mach's aber trotzdem nicht. Moment, Moment, das ist doch in Ordnung. Wäre man sofort tot, wenn man ein Löffel Lava isst? Man wäre schon tot. Denken Sie, so ist es gewesen? Dann haben wir Sie in das Licht geführt. Kein Wort wahr. Alles falsch. Nein! Das kann nicht sein! Ich glaube, das kriegen wir so nicht kaputt. Ich will mich auf keine Seite stellen. In dem ich die ganze Zeit rumgefahren bin. Das macht mich richtig traurig. Chiara! Sie gerade auf meiner Leiche rumtanzen. Scheiße! Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Und das weiß ich nicht.
fantastisch. Ich sehe dich gerade ein bisschen krisselig, bin ich ganz ehrlich. Der Chat freut sich auch schon, dass ich gesagt habe, ein bisschen krisselig nur. Guck mal hier, ich kann. Ja, da! What? Was ist das? Du bist gefangen in einer Schleife! 5 Stunden später. Mal produziert die PlayStation-Konferenz. Was? Hä? Die gelben Reitvögel Schokobos. Ja, was sind das für ein Scheiß hier? Nein! Warum? Oh, das war ja furchtbar. Kannst mir rhythmisch Mut zusprechen. Mut. Mut. 4, 6, 8, 10, 12. Nee. 4 plus 6 sind 10. Plus 8 sind 18. Plus 10 sind 28. So traurig. Wisst ihr, wenn man in der Mathe Klausur sitzt, gar nichts mehr weiß. Und dann kriege ich doch eine 1 minus und sag vorher, ich habe nicht gelernt, das ist wie eine Mathe Klausur. Ah, es geht gleich weiter. Also ich zock gern Videospiele und Filme schaue ich ganz gern und für einen perfekten Samstagabend schönen Fick mit meiner Frau. Es gibt natürlich größere und es kleinere. Ich privat mag es, wenn es riesengroß ist. Natürlich ist es dann auch immer ein bisschen unpersönlich, aber es ist halt, wenn es klein ist, hat auch was, ja. Aber in allem gibt es das in groß und klein. Das finde ich immer gut. Große, lang, feingliedrige, lange Dinger. Und ich habe auch einen Gesteinsorden. Ich habe es so dringend nötig. Okay, fuck it. Jetzt kommen die Augen. Jetzt ist mir alles egal. Leute, jetzt sind wir an einem Punkt, wo alles egal ist. Die Wärme geht durch die Augen ins Gehirn. Und ich sehe das nicht mal! Ich muss es auswendig lernen, was da die Bedingungen waren! Hör auf jetzt! Ja, du bist ja toll! Ich hab das alles gelöst, The Witness! Was? 15 Folgen braucht ihr? Ich hab das in einer halben Stunde geschafft. Überhaupt kein Problem. 10 Laser, ich hab die alle 12 gefunden. Also wenn das irgendwie geht, Leute, dann fange ich nochmal ganz von vorne an. Weil dann habe ich echt gar nichts verstanden in diesem Spiel. Ich sehe nicht, wie das hier funktionieren soll, ehrlich gesagt. Ich hol's mir so! Ist das dein fucking Ernst? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, ey! Das war die erste fucking Lösung! Nach 5 Minuten habe ich das als Lösung gesagt! Oh Gott! Ich bin so fucking dumm! Sterne müssen immer paarweise, ne? Pol, Antipol, Dipol, steht jeder. Es dürfen sich die Farben mischen, aber immer paarweise, klar, jeder Stern zusammen paarweise, klar, natürlich gibt es Sinn. Ja, da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, gibt Leute, die sagen das, ne? Das kann man einfach sagen. Ja, dann nimm halt einfach irgendeine andere Form, die dieselbe Farbe hat, aber kein Stern ist so. Ja, aber wie ist das denn jetzt langfristig? Wie ist das denn jetzt langfristig? Weil wir haben ja gelernt, damals, klar, Newton, Kepler, wir wissen, man darf Sterne unterschiedlicher Farbe mischen, solange es immer 2 Sterne sind. Ein paar weiß. Plus, minus, reicht sich aus. Das ist jetzt hier ein Sonderfall. Und ich habe mir mal das Kreuzband gerissen, aber nicht, weil ich irgendwie ein cooler Fußballer bin oder so, wo das ja den meisten passiert, sondern auf einem Konzert in so einem richtigen Mini-Moshpit. Also da ging noch nicht mal viel ab. Ich finde gut, dass das auch das komplette Team gerade gelacht hat. Lass uns doch mal reinschauen. Okay. Wein. Ja, genau. Dieser Wein ist tatsächlich von mir. Dann gehört mir noch dieser Orangensaft hier, diese Butter und ein Schinken da hinten. Und das war's. Du hast nichts anderes im Kühlschrank. Also, ist auch gerade ein blöder Moment. Aber wenn der Kühlschrank jetzt, ich sag mal, nach deinem Ermessen voll wäre. Also hier im Eisfach wäre dann noch eine Pizza. Okay. Okay. Leute, komm. Ich esse hier gerade mein Frühstück. Croissants einatmen und irgendwie die Pariser Champs-Élysées ausatmen. Das ist für mich das Wichtigste. MFG. Pempellino. Buongiorno. Buonasera. Das ist so dumm. Oh, shit, fuck! Halt die Fresse! Mann! Plötzlich haut er richtig! Ich spring jetzt runter, wenn du jetzt nichts sagst.
Seiten springen. Mich verarschen. Ja, Mann! Yes! Ah! So, ein Fall noch. Yes! Cool! Mensch, das war ja easy. Mein Name ist Hechenga D. Zu dir? Oh, ist er hinter mir, glaube ich. Ich hab den Scheißpreis nicht! Valentin, ich mach dich und deine scheiß Familie kalt, okay? Alles klar. So, okay, hier geht's mit runter, Valentin. Pass gut auf, nicht, dass du den Kopf stößt. Die Lebende wiederbeleben und so. Ich hab gerade dieses historisch... dieses historisch korrekte Meme. Ja, wer hat dich so zugerichtet? Peruanische Panflöte! What?! Mit Donnerstagbahn 03, bis hier höre ich die Motoren über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Ja, du bist qualifiziert. Okay, klar. Hallo, haben Sie ein Talent? Krogi! Mach was spät! Raver-Party! Raver-Party! Keine Ahnung, Mann. To a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. Wenn ich in Bödefeld. Entschuldigen Sie. Was war das denn? Für mein Act lese ich euch ein selbstgeschriebenes Gedicht von mir vor, was ich vor 9 Jahren geschrieben habe. Ghost Customs Blues. Guten Tag, ich habe Talent. Oh yeah. Jetzt hallo, ich habe Talent. Ja, 25. Entschuldigen Sie? Florentin. Und vor 9 Jahren war 15. Entschuldigung. Das, sitzend in meinem Zimmer, den Blick hinaus, derselbe Tag wie immer. Lernen zu gehen, spüre Blumen im Blühen. Nehmen deine Hand. Florentin Will, meine Damen und Herren! Auf dem Weg hierher wurde ich von 2 Bären und einem Hund angefallen, deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt nicht auf die Bühne gehe, dann hat sich das alles nicht gelohnt. Und mein Talent ist der Gesang. Close your eyes, give me your hand, an eternal fame. I watch you when you're sleeping, not in a creepy way, but you belong to me. Do you feel the same? Und alle, am I only dreaming? Oh Gott, ist das großartig. Es fühlte sich alles noch genauso scheiße an wie letztes Jahr. Na, da musst du vielleicht aber die Datumsanzeige bei Jana, vielleicht hast du das so Ami-mäßig eingestellt. Das sei 1.13. steht bei dir. Das heißt aber 13.01. Denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Goblins! Trumpf! Bitte. Gremlins! Nein, ja, hätten wir vorher üben müssen. Ich weiß, es ist nicht leicht, ständig eine Maske zu tragen. Der Menschheit, niemand hat Bock da drauf. Das war das Wort zum Sonntag. Ich bin raus. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Einen guten Tag in den Start. Tschüss. Kleiner Tipp, kleine Empfehlung. Ein junger, aufstrebender Internet-TV-Sender namens Rocket Beans TV. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, vor allem heute Abend. Heute Abend natürlich absolutes Highlight um 20.30 Uhr. Bitte, 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 bitte.